Willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Beim letzten Mal waren wir in Denerim unterwegs, haben dort Diversigkeiten gemacht, haben dann Quests bekommen, wo wir halt wieder in die weite, weite Welt hinausziehen sollen. Und ja, da müssen wir halt zum einen hier auf so ein Schlachtfeld hin und zum anderen nach Dorfhaven. Dorfhaven ist halt für das, was wir machen sollen, um dem Typen zu folgen, der auf der Suche nach der Urne ist. Zuerst wollte ich aber mal ganz kurz beim Soldatengipfel vorbeischauen, weil dort haben sie mal gesagt, ja, kommen sie mal später wieder. Ja, da haben wir auch vielleicht irgendwie was zu verkaufen hier. Und vielleicht auch dieser Magier, der dort ist, der könnte auch nochmal was haben, was uns quasi hier verbessert. Was haben wir denn hier? Der Levi ist hier. Der ist auch schon mal schön. Willkommen zurück, Wächter. Grüße. Wie ihr seht, waren wir nicht untätig. Wir haben ein wenig sauber gemacht. Sogar mein Bruder Mikael ist aus seinem Versteck gekommen. Ihr werdet nirgends einen besseren Schmied finden. Hier lagern auch einige Waren, die euch vielleicht interessieren. Kauft sie jetzt, bevor meine Vettern sie alle woanders hinbringen. Okay. Dann lass mich mal eure Ware sehen. Natürlich. Natürlich. Ja, okay, gut. Was hat er denn Feines? Der hat Fläschchen. Komm, die nehme ich mal mit, weil ich gerade ein bisschen eng bei Fläschchen bin. Du Flasche. Giftextrakte brauchen wir für eine Quest. Haben wir genau ein von, keine Ahnung, 10 oder so. Ist ja Herz erlebst. Das hat dann nicht wirklich so tolle Dinge. Leider. Na gut. Man kann auch nicht alles haben. Was haben wir hier in der Kiste? Truhe der Gruppe. Ach, da hätte ich auch Sachen ablegen können, ne? Na egal. So, und du bist Mikael. Ihr? Ihr seid der Wächter? Meine Familie schuldet euch. Und ihr könnt es nicht bezahlen, ich verstehe schon. Die Waffe, die ich fertige, überlasse ich euch mit Preisnachlass. Mhm. Kann ich eure Waren sehen? Was haben wir da? Großschwert Drachenknochen. 70 kommen noch was Schaden, aber das andere ist besser durch den zusätzlichen Schadensbonus. Schade. Schade, schade. Schwere Plattenhandschuhe. Ist interessant. Würde ich aber eher für jemand anderes gebrauchen. Dann haben wir aber natürlich halt auch noch Rüstung, die zum Beispiel Liliana gebrauchen könnte oder so. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Sprich du sie mal. Du ihn mal an. Waren sehen. So, jetzt haben wir nämlich sie hier aktiv. Und sie kann mal eher schauen, was für sie denn passend ist. Hm, die nietenbesetzten Lederschuhe zum Beispiel wären schon mal etwas. Bänderrüstungsdingens ist es nicht so wirklich was. Aber ja. Ja gut, dann würde sie die bunten Schuhe mal loswerden. Ne? Komm, machen wir mal einmal hier. Dragoleder, Dragoleder hier, Dragoleder da. Hm, das kann sie auch tragen. Oh, geht doch. Kann man machen. Muss man nicht, aber kann man. So, dann ziehen wir das auch gleich an. Jetzt mal wieder was Vernünftiges hier. Kann auch die bunten, hässlichen Stiefel hier mal weg. Ich möchte eure Waren sehen. Und zwar kannst du einmal das hier haben, du kannst das hier haben, du kannst das hier haben. Und dann gucke ich mal, was ich noch so habe. Das war ja irgendwie eine interessante Kette. Jede Menge Geschenke, Schenkenke. Ja genau, und hier unten hört es ja nicht auf mit Zeug. Wir haben so viel Zeug. So viel. So. Ihr seht eurem Bruder gar nicht ähnlich. Meine Familie führt das leichte Leben der Kaufleute und wird fett dabei. Ich zog es vor, den Weg von Metall und Stein zu beschreiten. Dadurch bleibe ich stark. Ich verstehe. Ihr seid also Waffenschmied. In der Tat. Ich habe mein ganzes Leben dem Umgang mit Stahl, Drachenknochen und dergleichen gewidmet. Mhm. Ich habe bei den Menschen so viel wie möglich gelernt. Und verbannte Zwerge haben mir darüber hinaus noch mehr beigebracht. Gebt mir die besten Metalle und Materialien, dann kann ich für euch Wunder wirken. Okay, ich habe bei meinen Reisen die seltsame Metalle in einem Krater gefunden. Das ist
Sternmetall. Wenn ihr mir das gebt, stelle ich etwas für euch her, was zur Legende werden wird. Ich hätte gern ein zweihändiges Schwert. Und so soll es sein. Wehe, das ist nicht gut. Es ist vollbracht. Ich nenne diese Klinge Sternenreißer. Möge sie euch allzeit dienlich sein. Ich muss nach all der Anstrengung nun ruhen. Wächter? War das das Ding, was wir bei Möchtegern Superman gefunden haben, ja? Sternenreißer. Whoop-ti-du. Sowas von anlegen. Eine schöne Klinge. Nehme ich gerne. So. Dann gehen wir hier nochmal in die Bude rein. Fragen mal, hey, dieser komische Blutmagier hier. Kann ich da nicht rein? Kann ich da nicht mehr rein? Ich kann da nicht mehr rein. Okay. Na gut, dann dachte ich. Ich dachte, er könnte mir mehr beibringen über dieses Zeug hier, was wir hier gelernt haben, den blutige Raserei und alles. Und du bist jemand, den ich nicht ansprechen kann. Und du bist Levis Neffe. Unsere Familie schuldet euch eine Menge. Ja. Und wer bezahlt das jetzt? Frag keine Uhr. Nee, aber schade. Ich dachte, da könnte ich dann auch nochmal was erfahren von diesem uralten Möchtegern Blutmagier. Aber nö. Na gut, dann ziehen wir mal in den Burgerkrieg. Mit Cheeseburger und Coca-G. Lecker. Und dann mal gucken. Wir beugen nicht das Knie vor Loghain. Nicht. Loghain ist der Regent. Er fordert eure. Wir sind keine orlesianischen Speichelecker. Wir schulden niemandem unsere Gefolgschaft. Ein bisschen lauter, bitte. Nehmt ihre Länder gewaltsam ein, Männer. Auf Befehl des Regenten. Okay. You're going down. You're going down. Weil ich's kann und so. So. Vielleicht nicht mit Inferno-Gedöns, dann überleben die das vielleicht auch. Aber nur vielleicht. So. Na, nicht für Loghain. Besser nicht. Kommt nicht so gut. Okay. Ja, und ich finde, die sind ganz tot. Jo. Hat er sogar einen Wutumschlag dabei, den ich gebrauchen kann. 20 davon brauchen wir für die Quest. So. Aber hier, aber da. Zack. Alles meins. So. Emporkömmlingen haben wir es gezeigt. Aber sowas von. Da können wir jetzt auch wieder gehen, ja? Das war's mit dem Bürgerkrieg. Okay. Das war ja, ne? Unterhaltsam. Gut, dann können wir nach Dorfhaven. Hier müssen wir nicht mehr hin, ne? Ich wüsste nicht warum. Aber hier unten hat sich die dunkle Brut schon so weit ausgebreitet, ja? Ist ja krass. Krass, krasser am krassesten. Ach ja, Dorfhaven. Guten Tag. Ich habe gehört, ich muss hier hin. Und einen Typen zu folgen, was macht ihr der die Urne sucht. Ihr habt hier nichts verloren. Warum habe ich hier nichts verloren? Ich habe hier zu tun. Nein, habt ihr nicht. Doch, habe ich. Ich wüsste es, wenn wir jemanden erwarten würden. Einen Besucher. Gibt es hier einen Bruder Genitivi? Wen? Vielleicht weiß der verehrte Vater Eirik, von wem ihr sprecht. Aber er hält leider im Moment eine Messe für das Dorf und darf nicht gestört werden. Verehrter Vater? Sowas habe ich ja noch nie gehört. So ist es in Haven schon seit jeher. Wir stellen Traditionen nicht in Frage. Sind eure Traditionen anders als die unseren? Unser Leben ist anders als das in den Städten der Ebenen. Die Ebenen? Habt ihr schon einmal von der Urne der heiligen Asche gehört? Die Urne ist nichts als eine Legende. Bruder Genitivis Nachforschungen lassen vermuten, dass mehr dahinter steckt. Ich weiß nicht, wer dieser Bruder Genitivi ist oder was er sagt. Aber die Menschen reden sich oft alles Mögliche ein.
Ja, das haben Menschen so an sich. Ihr wisst also nicht, ob Bruder Genitive hier vorbeigekommen ist. Nein. Warum habt ihr einen verehrten Vater? Priester sind Frauen. So ist es in Haven schon seit jeher. Wir stellen Traditionen nicht in Frage. Ich möchte mich in Haven mal näher umsehen. Wir schätzen es nicht, wenn Leute aus der Ebene sich bei uns umsehen, als wären wir so etwas wie ein Tiergarten. Ich habe eine Frage über Haven. Fragt und dann zieht weiter. Seit wann gibt es Haven schon? Haven gibt es schon immer. Meine Familie kennt keine andere Heimat. Wer ist der Anführer? Vater Eirik ist unser spiritueller Leiter und Lenker. Ein verehrter Vater, was? Das ist neu. Was das wohl bedeutet? So ist es in Haven schon seit jeher. Ja, gut. Wir stellen Traditionen. Ich habe einige Fragen über Haven. Fragt und dann zieht weiter. Warum habe ich noch nie von Haven gehört? Wir bleiben unter uns und sehen keinen Grund der Welt, unsere Existenz zu verkünden. Es ist friedlicher so. Jetzt ist es zu spät. Sonst muss ich nichts über Haven wissen. Dann solltet ihr besser zurück in die Ebene gehen. Nun gut, entschuldigt mich. Ihr könnt in unserem Laden Vorräte kaufen, wenn ihr wollt. Aber dann solltet ihr mit euren Gefährten weiterziehen. Na, das schauen wir mal. Ist es gerade kälter geworden oder bilde ich mir das nur ein? Sie verbergen etwas. Das ist doch offensichtlich. Nein, überhaupt nicht. So, was haben wir denn hier? Hier ein Haus eines Dorfbewohners. Gehen wir doch mal rein. Guten Tag. Da haben wir eine Kiste. Und eine Kiste. Öffnen wir doch mal eine dieser Kisten. Haben wir drin einen Liebesbrief. Das ist doch toll. Brauchen wir nur noch zwei oder sowas für die eine Quest? Wahrscheinlich gibt es sogar mehr als das. Was? Dieser Altar wurde erst kürzlich benutzt. Das Blut ist noch flüssig und läuft in dunklen Rinnsalen an den Seiten hinunter. Etwas derart Beunruhigendes hatte ich nicht erwartet. Nicht. Vielleicht wurden hier Lebensmittel zubereitet, sagte der dumme Möchtegern-Templer. Blutet Fleisch so stark? Ich versuche nur optimistisch zu sein. Die andere Erklärung ist weitaus beunruhigender. Mhm. Das ist Menschenblut. Woher wisst ihr das? Ich weiß es einfach. Und ich weiß, dass niemand so einen Blutverlust überlebt. Okay, da will ich hier keine Vorräte kaufen. Alles, was das hier mit Essen zusammenhängt, ne, hängt mit Menschenfleisch wahrscheinlich zusammen. Wahrscheinlich wurde wirklich Essen zubereitet. Was haben wir denn hier? Wollte ich da in die Pflanze ran? Da haben wir eine Kuh, ein Ochse. Wie ihr wünscht. So. Da kann ich nicht rein. Na klar, es ist ein Hühnerdorf. Das kann nur furchtbar sein. Hm. Ich kann hier aber auch nicht in jedes Haus rein, was? Sag, wo warst du drin? Warst du oben? Warst du unten? Hast du Hasen im Loch gefunden? Komm schon, hübsche Lin. Sag, wo warst du drin? Komm schon, hübsch. Okay. Wer bist du? Du solltest nicht hier sein. Fort mit dir, Kind. Kennst du Bruder Genitivi? Wen? Warum kommst du hierher, wenn du jemanden suchst? Bewohner der Ebenen gehören nicht her. Hm. Na dann. Dann gehen wir halt. Ein Huhn. Mit dem ich nichts machen kann. Wieso wollen eigentlich Spieler oft was, irgendwas mit Hühnern anstellen? Ich habe keine Ahnung. Haben sie in Zelda gelernt, ne? Eine weitere Kiste. Mit Eisfallen. Toll. Ein schöner See. Mit schöner Aussicht. Aber wahrscheinlich mit weniger schönen Dorf. Ja. Gut, gucken wir uns mal weiter um. So ätzend wird es doch hier nicht sein. Bestimmt. Ich habe keine Ahnung. Das sieht einladend aus. Hier haben wir wohl einen Verkäufer. Laden im Dorf. Natürlich. Ein Tiefenpilz. Toll.
Eine eiserne Truhe. Erstmal plündern. Lederstiefel aus Antifa.